Hallo liebe Leute von Amset, von 1 bis 9 von Amset, von bis Westen. Hier bin ich für euer lieber Gunnar Le Caris. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und auch herzlich willkommen an diesem Donnerstag, der ja im Prinzip Himmelfahrt ist, wo es in einigen Regionen quasi Urlaub gibt. Andere bezeichnen diesen Tag als Vatertag, was ich persönlich ganz interessant finde, weil auch die Leute frei haben, die keine Väter sind. Eine ganz interessante Entscheidung der Regierung. Hey, mein Gott, was soll's. Normalerweise ist es ja auch so, dass es Vatertag gibt, da haben sich gedacht, hey, es gibt auch Muttertag, also gleichberechtigungstechnisch so, muss es ja auch einen Vatertag geben. Beim Muttertag ist es aber eben so, dass man eigentlich eher so der Mutter dankt für alles, was sie vorher getan hat. Und am Vatertag sollte das eigentlich auch der Fall sein. Bloß stattdessen haben sich die Väter gedacht, alles klar, wir nehmen uns einen Bollerwagen und schaukeln den mit diversen alkoholischen Getränken durch die Gegend und geben uns ordentlich die Kante. Auch eine Möglichkeit, Danke zu sagen, sich selbst in Form von Bier, keine Ahnung, kann man machen. Naja, egal, Ding halt. Wir spielen auf jeden Fall Baba Is You weiter. Und wir haben uns quasi ein paar ältere Level angesehen, die wir noch nicht gespielt haben, die noch in der ersten Oberwelt sind, um eventuell auf die Idee zu kommen, wie man andere Level weiter lösen könnte oder eben aus Completionist-Gründen oder so, weil wir einfach ein paar Level machen wollen. Und deswegen begeben wir uns heute zum Volcano. Da haben wir noch zwei Level übrig, die wir machen können und wollen und sollen. Und von daher gehen wir uns, da gehen wir uns jetzt quasi mal die Hirnwindungen verdrehen. So. Dieser Satz ergab, glaube ich, keinen Sinn, macht aber nichts. So, wir begeben uns auf die erste Oberwelt und machen die restlichen übrig gebliebenen Level 13 und 14. So, wir haben hier Level 13 mit dem Namen Tunnel. Also wird es wahrscheinlich um etwas Tunnelartiges gehen, wenn es denn so ist, dass der Levelname etwas mit dem zu tun hat, was wir tun. Das war ja bei dem einen oder anderen Level später eher so weniger der Fall. Also von daher lassen wir uns doch mal überraschen. So, okay, spannend. Wall is wall and stop and not push. Die Wand ist mal wieder nicht zu bewegen und die kann man auch nicht wegpushen. Okay. Belt is shift. Ah ja, das heißt, wenn wir jetzt hier durchgehen, alle klar. Gut. Okay, habe ich verstanden. Baba is you, das wissen wir bereits. Lava is sink. Ja gut. Ja gut. Dann eher nicht so. Dann haben wir Fleck, das Win sein könnte, wenn es das denn wäre, was es aber nicht ist. Okay. Dann haben wir Fire on Skull is defeat. Das heißt, wenn wir den Skull jetzt irgendwie da drauf schieben, dann ist vorbei. Achso, Fire not on Skull is defeat. Achso, man sollte auch das Kleingedruckte lesen oder zwischen den Zeilen. Wenn das Feuer nicht auf dem Skull ist, dann werden wir quasi defeated, korrekt? Okay, ergibt keinen Sinn. Weil wenn Fire not on Skull is defeat... Ach, das bezieht sich auf das Feuer. Ach so, okay, das heißt also, solange sich das Feuer nicht auf dem Skull befindet, dann werden wir davon besiegt, also defeated. Ah ja, oder Lava is sink, okay. Und wir haben die Worte Skull facing und Skull is not. Dann haben wir noch Push und Push, zweimal, die wir nicht bewegen können. Well, das Offensichtlichste ist ja eigentlich, die Skulls über das Feuer zu pushen und dann durchgehen zu können. Wozu haben wir dann aber oben die Belts? Das ist ja interessant. Wahrscheinlich brauchen wir mehr als... Ne, wir brauchen nicht mehr als zwei Skulls, um hier drüber hinwegzukommen. Denn die haben wir ja hier unten, die können wir dann einmal hier hin, einmal dahin schieben, dann können wir hier durchgehen, können das mal hoch, Fleck das Win, und dann können wir hier irgendwie wieder zur Fleck hinkommen und dann ist alles cool. Okay, also die beiden brauchen wir wahrscheinlich hierfür, denke ich mal. Und die drei hier,
Ja, sie benötigen wahrscheinlich hierfür. Die Frage ist bloß, wie machen wir das? Das Einfachste und Offensichtlichste ist es ja meistens nicht. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Vielleicht kommen wir ja auf ein Problem zu oder so. Dann könnt ihr jetzt einfach schreiben, Skull ist Push. Das lässt sich ja relativ easy schreiben. Und zwar auch so, dass wir es hinterher wieder verwenden können. Denke ich einfach mal. So. Jetzt können wir die drei Skulls alle drei hintereinander schieben. Wir können aber auch die Dinger einzeln wegschieben. So. Nehmen hier auch den und schieben den dahinter. So, jetzt lesen wir das wieder auf, logischerweise. So. Jetzt können wir theoretisch über das Feuer rübergehen. Okay, das war ja einfach. Aber jetzt. Ach so. Jetzt verstehe ich auch die Schwierigkeit. Denn wenn wir jetzt wieder Skull is Push schreiben, können wir nicht mehr über das Feuer rübergehen, weil wir den Skull dann wegschieben würden. Einen wunderschönen guten Abend, Santal. Was? Lonely Baba Nier Keke is you? Okay, geht. Flag is Wind ist klar. Wall is not push and pull and stop. Okay, das geht. Me facing skull is move. Wie soll, okay, das muss ein seltsamer Level sein. And hot. Okay, Keke is melt. Warte mal. Das geht, glaube ich, nicht. Warte mal. Weil, wenn Keke hot ist und Keke is melt, dann löst es sich gegenseitig auf. Weil hot und melt, das sind die, die nicht zusammen funktionieren. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir hätten dann, weil da steht Keke has box. Das heißt also, sobald Keke da ist, ist er verschwunden und dann kommt eine Box. Aber du kannst nicht schreiben, Keke is melt, has box and shift. Das geht nicht. Box is box and tele. Okay. Fire is defeat. Das geht auch. Water and lava is sing. Muss sogar sing heißen. Sonst sinkt das ja hin. Also sonst würde es ja singen und nicht sinken. Aber es ist schön. Es ist lustig. Also, unser erstes größtes Problem ist, dass wir jetzt, wenn Skull Push ist, was wir ja brauchen, um die Skulls zu bewegen, dann müssen wir quasi mit dem Ding hier hinfahren und könnten jetzt ganz offensichtlich so das Ding so hinschieben. Ups, dass Flag windet. So, und jetzt haben wir das ganz große Problem, dass die Skulls immer noch Push sind. Das heißt, wir können hier nicht zurückgehen. Denn wir schieben die ja weg, laufen übers Feuer und sind kaputt. Das wäre die offensichtliche Lösung, so wie man es machen könnte. Aber jetzt kommen wir halt nicht mehr zurück zur Flag. So. Jetzt haben wir ein Not und ein Facing. Und wir haben noch einen dritten Skull übrig. Wir können ja noch nicht mal sagen, zu was der Skull facen soll, weil wir keine anderen Wörter haben. Also kann ich sagen, Skull facing push oder sowas, das geht ja nicht. Das letzte Sing ist mein Fehler, aber Keke ist nicht hot, sondern meh. Ach so. Das ist schon sehr gut gemacht. Das Erlösen ist ja nah, du hast einen Fehler drin. Natürlich habe ich einen Fehler drin, das würde ich jetzt ja zur Flagge gehen können. Also, wir haben ja noch ein Facing und ein Not. Das ist interessant. Also das ist die offensichtliche Lösung auf jeden Fall. Wir können natürlich schreiben, Skull Facing Skull is not push. Damit können wir, ja, das ist das Einzige, was wir bauen könnten. Aber erstmal fangen wir mit dem einfachen, offensichtlichen an, ohne uns
Einen wunderschönen guten Abend, Freispiel. Die Socke ist ja schon wieder am Sticken. Ja, so ist das. Regelmäßiger Content und so und regelmäßige Unterhaltung sorgt ja auch für Kundenbindung oder so. Naja, irgendwie sowas. Servus. Ich kann ja sagen, dass du eins gar nicht brauchst. Das ist ja geil. Ja, man könnte das so meinen, dass es so wäre. So, Skull is pushed. Das ist ja eigentlich super easy. Wir nehmen mal alle drei mit. Und jetzt haben wir natürlich das Problem. Dass wir zwei Pushs haben, aber nur eins benötigen. Das ergibt ja gar keinen Sinn. So ist. Ich gucke, ob das überhaupt funktioniert. Oh, jetzt habe ich es vertauscht. Das ist ja ärgerlich. Nein. So. Du sollst alles fertig geschrieben, bevor du über die Welt zu den aller Seite gehst. Das habe ich mir schon gedacht. Was? Bitte was? Ja, Lava is Sink, aber doch nicht für Text. Wir haben offensichtlich ein zweites Problem. Das ist ja bescheuert. Ich kann das da nicht reinschreiben. Das ist ja doof. Und hier ist Ende. Ach was. Text is not float. Ja, okay, ist ein Grund. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber dann kann ich das doch gar nicht schreiben. Ich könnte natürlich schreiben. Warte. Skull facing Skull von oben nach unten. Aber ich habe halt nur ein Is übrig. Vielleicht weißt du jetzt, was. Weißt du jetzt, was ich sage? Ja, okay, habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Ich brauche nur ein. Ach so. Ach so. Er schließt sich mir vollständig. Also, wir haben drei Skulls. Jetzt opfern wir einen, weil wir den Text brauchen. Den schicken wir in die Lava. Rabaut. Und jetzt können wir aber das so schreiben. Weil wir jetzt ja keine Lava haben, die im Weg ist. Jetzt haben wir. Skull is not push. Das ist okay soweit. Aber wir müssen ja die beiden Skulls da hinten auch noch pushen. Deswegen müssen wir sagen: Skull facing Skull is not push. Das heißt, die beiden sind nicht pushbar, aber die liegen halt über dem Feuer. Muss ich nur zusehen, dass ich die beiden Skulls so wegschiebe, dass die sich nicht angucken. Ja. Das muss mir mal einer erklären.
Vielleicht muss ich den Satz, ups, vielleicht muss ich den Satz noch einfach anders bauen. Und zwar Skull not facing Skull ist Push. Also genau umgekehrt quasi. Das war ungünstig. Das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Das passt nicht so ganz. Den kann ich aber immerhin jetzt schieben. So. Aber guck mal. Ach so, der ist jetzt Push, weil er den anderen Skull nicht anguckt. Ach komm. Wie soll ich den denn via Push den anderen Skull angucken lassen? Wir müssten ja von hier schieben. Dann müssen sie sich gegenseitig angucken. Nee, ich bräuchte keinen weiteren Tipp tatsächlich. Ich weiß halt nicht, ob das geht, was ich jetzt vorhabe. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Brauche ich anfangs drei, aber wenn ich den Skull hier hinschicke, dann kriege ich den nicht mehr aus der Ecke raus. Dann brauche ich dafür den Text. Also so wird das nichts. Ich kann noch kein Wort opfern, weil ich jedes Wort brauche. Wie kriege ich das hin, dass die beiden Skulls sich angucken? Quasi so. Sobald ich jetzt schiebe, sind die wieder weg. Ich habe eine Idee. Glaube ich. Den einen schiebe ich schon mal hier hin. So. Der bleibt da. Jetzt kann ich ja schreiben, Skull not facing Skull is push. So. Und dann ist ja der Skull, den ich da oben habe, auch noch pushbar, solange der keinen anderen Skull anguckt. Das ist ja richtig. Dann nehme ich den einfach über den Belt mit rüber. So, gehe selbst rüber, schieb den hier runter und schieb den nach da. So, aha. Muahaha, 5er-Kombo. So, und jetzt muss ich wieder zusehen, dass die sich nicht angucken. Logischerweise. Wir sagen Flag is win. Und alle Skulls, die sich nicht angucken, sind Push. Die beiden gucken sich aber an. Deswegen kann ich hier durchgehen. Und tada, Level gelöst. Haha, voll gut. Easy GG. Ja, so ganz easy ist es dann doch nicht. Aber wenn man erstmal den Dreh raus hat, im Vergleich zu den anderen Leveln, an denen wir uns den Kopf zerbrochen haben, ist das tatsächlich relativ easy. Das stimmt schon. Level 14. Aber was hat das mit dem Tunnel zu tun? Frage ich mich gerade. Naja, wir hatten im Prinzip da unten einen Tunnel mit dem Freund. Ja, man könnte es als Tunnel betrachten, aber eigentlich
naja. Broken Expectations. Schlimmer Name, ganz schlimmer Name. Gebrochene Erwartungen, das ist natürlich traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Was erwartet denn was uns, was gebrochen wird? Gucken wir mal. Das klingt auf jeden Fall so, als hätten wir sehr viele Regeln. Door is stop. Alles klar. Gut, dann müssen wir die wahrscheinlich aufmachen. Flag is win, dann müssen wir erstmal hinkommen. Okay. Rock is push. Okay, das ist interessant. Text is not push. Hä? Aber wenn Text nicht push ist, wieso kann ich ihn dann verschieben? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist toll, sagt er. Das darf eigentlich gar... Hier, das hier. Das darf nicht gehen. Weil da steht, Text is not push. Ist ja auch egal. Baba is you, Baba is shift. Ach so, deswegen. Weil wir den Text nach vorne shiften, ohne ihn zu pushen. Ach so, alles gleich verstanden. Okay, wall is not push. Und wall is stop. Was ist denn, wenn ich schreibe, not text is push? Müsste ja eigentlich auch gehen. Also wir haben hier ein paar Worte. Wir schieben uns erstmal hier hin, weil da ganz viel Platz ist. Wir arbeiten zwar nicht mit More, aber wir können da ganz viel ausprobieren. So. Wir können erstmal gucken, was für Worte wir überhaupt haben und wie wir das machen können. Wir schauen uns natürlich auch erstmal, bevor wir überhaupt irgendetwas machen, die offensichtliche Lösung des Levels an, damit wir überhaupt wissen, was wir machen sollen. Denn es ist ja oftmals so, dass wir erstmal angucken müssen, was das Ziel ist. Also das Ziel ist natürlich immer, die Flagge zu erreichen, klar. Oder irgendwas mit Wind zu basteln, auch das ist vollkommen logisch. Das sind die einzigen Worte, die wir momentan hier an dieser Stelle zur Verfügung haben. So, door is stop. Wir müssten aber eigentlich schreiben, door is shut, was nicht geht. Oder door is open. Ah ja, schade, also door is shut, steht da gar nicht, und door is stop. Aber wenn wir door is open schreiben, dann geht's ja puff und ist sie weg. Also, das mit dem is shut und so, das können wir vergessen. Wir müssen einfach nur schreiben, door is open. Können wir machen, weil wir ein is haben. Wozu brauchen wir denn aber den rock? Ach so, wir müssen hier dran vorbei. Rock is push. Ja, wenn wir den nach oben pushen, kommen wir nicht weiter. Und hier oben kommen wir auch nicht weiter, weil das stoppt uns. Ach so, und deswegen auch broken expectations. Wir kommen... Also die Erwartung, Flag is win zu schreiben, geht halt nicht. Wir kommen hier oben nicht lang und wir kommen hier unten nicht lang. Also das funktioniert in beide Richtungen nicht, weil da immer irgendwas im Weg ist, was push ist. Und ja, aber wenn ich jetzt sage, Text ist noch push, können wir dann shiften wir den Text nach vorne. Ah, das ist ein schwieriges Thema. Achso, ich wollte jetzt mal schreiben, not text is push. Ne? Dann ist ja alles pushbar, was nicht Text ist. Das wäre eigentlich... Ich weiß, eigentlich wäre das auch Wall, aber da steht ja explizit Wall is not push. Also hilft uns das auch nicht großartig weiter von der Idee her. Jetzt können wir ja theoretisch alles pushen. Ja gut, Rock war eh push. Was nicht Text ist. Wir können Text aber trotzdem pushen, weil Baba Shift ist. Wie ist denn das, wenn wir das jetzt so... wir können Stop nicht von uns wegschiften. Okay, das ist eine interessante Herausforderung. Aber was ist denn, wenn wir jetzt schreiben... Also wenn wir ganz, ganz einfach schreiben, Door is open. Das ist ja im Prinzip die allereinfachste Lösung. Oh! Vielleicht ist auch das die Broken Expectation, weil die Tür halt nicht aufgeht. Das ist... Okay... Aber irgendwas anderes muss dafür ja Schatz sein. Wahrscheinlich Text, oder? Aber wenn ich Text ist Schatz schreibe, kann ich nicht mehr Door is open schreiben. Wir probieren das trotzdem mal aus.
Oder not text is shut. Dann wäre alles, was nicht text ist. Interessant. Nix is shut, also wie willst du die öffnen? Ja, nix, ja, das stimmt schon. Wenn ich jetzt, siehst du, so, das ist halt, text is shut ist zwar schön, aber door ist jetzt nicht open, deswegen kann ich den Text da nicht reinschieben. Ach, ist das bescheuert. Zumal entweder ist door open oder etwas anderes ist shut. Beides gleichzeitig funktioniert nicht. Ach, interessant. Wie kriegen wir denn das jetzt hin? Ich kann ja keine zwei Ises hinschreiben, das ergibt ja keinen Sinn. Was ist, wenn ich schreibe not text is shut? Öffnet mir das die Tür trotzdem nicht, weil in dem Punkt door nicht mehr open ist. Warte mal. Ach so, Moment. Jetzt ist alles zu. Alles. Wir können das trotzdem bauen, tatsächlich. Also, dass door open ist und text, ne? Aber im Prinzip müsste ich dann schreiben, text is not shut. Aber das ist ja albern, weil wenn Text nicht verschlossen ist, also wenn Text nicht zu ist und door is open, ja, dann kann ich mit dem Text auch die Tür nicht aufmachen. Okay. Stimmt nicht so ganz. Ha, jetzt richtig. Okay. Das stellt sich jetzt doch etwas schwieriger dar, als ich dachte. Wenn Text not push ist, können wir trotzdem das Stop shiften. Wir können auch, Rock ist sowieso push, deswegen können wir den Rock vorpushen. Wir kommen nicht an das Wort Rock ran und auch nicht an das Wort push und auch nicht an das Wort is. Das können wir nicht wegschieben. Wir könnten aber schreiben, Text ist Rock oder so, dann haben wir gar nichts. Ich möchte mal anmerken, das ist schon Schritt 3 und Schritt 4 ist, was du gerade gemacht hast. Und 2 hast du noch nicht gemacht. Ich probiere erstmal nur aus, was offensichtlich ist, was wir machen müssen und was überhaupt geht. Und wenn ich weiß, was wir machen sollten, dann hätte ich ja schon die Lösung. So. Also. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie, wir müssen ja sowieso Flag is Wind basteln. Das können wir momentan gar nicht. Weil. Wir da gar nicht hinkommen. Wir können nichts am Rock neu definieren, aber am Text. Da Rock aber Push ist, kommen wir nicht zum Stop hin und können da irgendwas basteln. Sonst könnten wir irgendwie schreiben, Text ist not Stop oder irgend so ein Gesülze oder irgendwas, aber das ist nicht drin. Wir haben die Möglichkeit, Sachen shut zu machen und door is open zu schreiben. Das hilft uns aber in der jetzigen Situation nicht weiter. Was können wir denn dann machen? Wir können wahrscheinlich Text am Rock vorbeischiften, behaupte ich mal, weil wir Shift sind. Ist das richtig? Ah, ich krieg den Text nicht hoch, weil, ja, okay. Logisch, weil die Ecken zu dingend sind. Zu doof sind. Wir können die Sachen nicht hochschieben. Aber ich kann auch theoretisch, kann ich nicht so normalerweise Sachen in Sachen reinschiften? Interessant. Mal schauen, ob du drauf kommst. Ich bin durch Glück gleich drauf gekommen. Durch Glück? Ach, du kriegst die Tür nicht zu.
Apropos, du kriegst die Tür nicht zu. Hier ist sie zu. Text is not push. Wenn Text not push ist, dann... dann komme ich hier rum. Alles klar. Weil Text nicht push ist, dann können wir reinshiften. Dann können wir Rock is push auflösen. So nehme ich Kollegen und Leute und Freunde. Gut, ob das eine gute Idee war, weiß ich noch nicht. Aber jetzt ist Rock nicht push und jetzt können wir hier rum. Warum? Ach so, weil wir den wegshiften können. Alles klar. Dann können wir Fleck ist... Das geht natürlich nicht. So, jetzt aber. So. So, kommen wir irgendwie an den Rock? Nein. Kommen wir irgendwie an die Worte Rock is oder Last Push? Kommen wir das irgendwie benutzen? Nein. Brauchen wir das Stop irgendwie? Ich denke nicht. Er hat's gefunden. Ja, das ist. Da muss ich eben erstmal. Ich habe das doch am Anfang schon gesehen, dass ich da in den Text reingeschiftet bin. Da habe ich bloß nicht mal nachgedacht, dass ich auch an dem Stop vorbeischiften kann. Das ist ja. Ups. So. Jetzt haben wir Flag is Win. Rock ist auch nicht mehr Push. So, jetzt ist halt der Punkt, dass wir den Rock. Doch, wir brauchen den, oder? Aber wir kriegen den nicht. Ach, das ist ja ärgerlich. Aber ich kann nicht schreiben, Rock is not shut oder so. Aber warte mal, wenn ich schreibe, Text is not shut und Door is open. Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Na, dachte ich mir doch. Den Rock brauche ich nicht. Okay. Wenn Text not shut ist und Door is open, wie kriege ich das jetzt hin zu schreiben? Text is shut und Door is open. Eigentlich gar nicht. Sonst hätte ich geschrieben, Rock is text. Is not shut oder irgend so ein Gesülze. Aber auch das kriege ich nicht, weil ich an die Worte nicht rankomme. Okay, mir irgendwas fehlt mir. Ich weiß bloß noch nicht was. An sich nicht so schwer. Das hast du schon mal gemacht. Diese Antwort, das hast du schon mal irgendwo gemacht, hilft mir überhaupt nicht. Bei den ganzen vielen Leveln, die wir mal gemacht haben, ist immer irgendwas dabei gewesen, was wir schon mal gemacht haben. So bauen sich ja die ganzen Unterlevel auf. Das sind alles Mechaniken, die wir alle irgendwo schon mal gemacht haben. Dieser Satz ist totaler Käse. So, also... Erstmal wieder zurück die Geschichte. Wozu brauchen wir das zweite Is? Das muss ja, das ist ja nicht umsonst da. Wofür brauchen wir das zweite Is? Ich könnte jetzt schreiben, Text ist Push, das hilft aber keinem. So Käse kann ja gar nicht sein, dass man durch den Text laufen kann, hatten wir so noch nicht. Ja, wir können ja theoretisch nur deswegen durch Text laufen, weil Text not Push ist und wir sind Shift. Das ist der einzige Grund, weswegen das geht.
Wenn ich dann sage, welche Welt und Level, kommst du sofort drauf. Okay. Also. Ah, ich hab das Not vergessen. Ein zweites Not wäre auch cool. Da könnte ich nämlich schreiben, Not Text ist Not Chat oder so. Das wäre auch cool. Door Not Open ergibt ja, ja ergibt keinen Sinn. Okay. Das war auch irgendwie so ein absolut dusseliger Strohhalm, in den ich gerade gegriffen habe. Totaler Quark eigentlich. Hat jemand eigentlich schon mal Quark mit Käse probiert? Fällt mir nur gerade in dem Moment ein, weil so ein Käse und so ist totaler Quark. Ich glaube, das kann man ganz gut kombinieren. Ja. Es ist ja eigentlich offensichtlich, dass wir das Not vor das Shut setzen müssen, und sonst können wir Door is Open nicht schreiben. Dann stellt sich mir bloß die Frage, was ist denn Not Shut? Eigentlich Door, und Door haben wir nur einmal. Aber um die Ecke schreiben können wir nicht. Text is not push wäre doch mal was. Ups. Das kann ich ja da oben gar nicht mehr bauen, merke ich gerade. Dafür muss ich den ganzen Text raushauen. Text is not push. Was genau bringt mir das hier an dieser Stelle? Das Blöde ist, wenn ich jetzt irgendwas nehme, und das in das Wort reinschiebe, nur so aus Gedanken heraus, so, ne? Kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht. Gilt das jetzt? Als Satz? Wenn ich jetzt Text davor schiebe, gilt das? Nee, hätte mich auch gewundert. Nee, so nicht. Text is not push. Ich könnte Text. Nee, ich kann. Schwierig. Kann ich. Ja. Vielleicht so? Weil jetzt habe ich ja einmal Text und einmal Is übereinander. Das heißt, Door is open. Und jetzt kann ich schreiben, Text ist shut. Jetzt gilt beides. Jetzt kann ich mir das Not nehmen. Ah, alles klar. Alles klar. Okay. Jetzt alles. Ja, okay, das war nice. Das war sehr nice. Das war schön. Jetzt hätten wir im Prinzip hier alle normalen Level fertig.
Gönnen wir uns das Extra-Level? Ich glaube nicht, oder? Doch? Uff, Alter, die Extra-Level sind immer so schwer. Der Name alleine schon. Die Coronation. Keke is you. Lava and Rock is defeat. Ich bin immer ein Freund von visuellen Darstellungen, wenn man ganz genau weiß, was eigentlich los ist. So, Text ist Push, Rock ist Win und Swap. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Swap, Alter. Meine erste Idee wäre ja zu schreiben, Text ist Win und Text ist Swap. Geht aber gar nicht. Wir haben ja nur ein Is. Ja, was ist denn, wenn Text nicht Push ist? Kann ich denn... Na gut, das ist ja klar. Und jetzt sage ich... nee, Text ist Rock. Wollte ich eigentlich nicht schreiben. Ich wollte eigentlich schreiben... Ah ja, das ist klar. Rock ist Swap. Oder erst, vielleicht sollte ich auch erst mal... Du könntest das Level in nicht mehr als 5 Zügen beenden. Wow! Wir probieren einfach erstmal aus. Aber zumindest nichts mehr, was uns irgendwie in die Quere kommen könnte. Das ist aber, glaube ich, falsch. Macht aber nichts. Genau. Ach so, Text ist ja gar nicht Push, jetzt ist Text nur Swap. Das ist ja sehr aufwendig. Geofoxy, kommt drauf an, wie du Züge definierst. Technisch gesehen ist ein Schritt nach rechts auch ein Zug, weil es Statements wie Move triggern würde. Ja, ein Zug ist ein Move, würde ich auch so definieren. Ganz genau so. Übrigens, hallo, schön, dass du da bist. Also technisch gesehen, das hier ist ein Zug. So würde ich es auch definieren. So werden auch Züge im Schach definiert quasi. Naja, im Schach. Also generell. Das Bewegen einer Figur ist ein Zug. Oder einmal hier, das einmal schieben, das ist auch alles ein Zug. Deswegen wäre ich bei 5 Zügen, das wäre interessant zu wissen. Jetzt kann ich aber Text is Win nicht mehr schreiben. Logischerweise. Weil, ne, ich habe nur ein Is. Also das ist so schwierig. Ups. So, ich kann da Text reinfügen. Weil Rock ja nicht Push ist. Ah, okay. Okay, dann sind es mehr. Soll ich zählen, wie viele Schritte es sind? Dann sind es unter 100 Schritte. Ja gut, 100.
Ist ja schon mal eine Ansage. 100. Warte mal, wenn Rock Swap ist. Ich kann Swap und Win nicht gleichzeitig benutzen. Das ärgert mich ein bisschen. Rock Defeat. Ich hatte erst gedacht, dass ich eventuell Rock is Swap und Text is Win oder sowas machen muss. Aber ja, doch, ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht sogar die Möglichkeit, dass wir schreiben. Oh, Mann! Ich hab's aber heute auch. So. Hat ja lange genug gedauert. Rock is Swap. Jetzt ist Text aber nicht mehr Push. Macht ja nichts. Aber was habe ich damit gewonnen? Ich kann mich ja noch nicht mal. Doch, ich kann mich mit dem Swap auf den Rock drauf swappen. Aber dann bin ich ja Defeat. Ah, was. Ja. Also, aber ja. Der Rock, der swappt mich dann. Aber ich drücke den Text runter, der Rock swappt nach oben. Weil der Text Push ist. Ich kann mich nicht auf den Text drauf swappen. Aber ich meine, so ungefähr müsste das eigentlich laufen. Oder wir machen es umgekehrt. Aber. Och, ja. Wenn ich Text is Win. Rock is Win und Text is Swap. Ja. Dann kann ich doch mich überhaupt gar nicht. Auf den Rock drauf swappen lassen. Gute Idee, denk mal um, worauf könnte man sich noch swappen. Ich kann mich halt nirgendwo drauf. Also, wie soll ich mich denn. Wie kann ich mich denn auf den Text swappen? Das wäre so meine Idee. Und ich schreibe Rock is Swap und Text is Win. Dann müsste ich mich doch irgendwie auf den Text drauf swappen können. Aber Lava ist halt Defeat und nicht Stop. So. Nein! Mist! Ich swappe mich immer auf den Rock drauf und sterbe dann.
Und ich denke immer nicht daran, dass dieser dusselige Stein da ist. Jetzt habe ich das Winder ja auch drauf. Das ist ja auch Quatsch. Rock ist nicht Win, sondern Text ist Win und Rock ist Swap. So. Aber vielleicht muss ich den Text vorher anders pushen. Nee, ich muss das Push woanders hinstellen. So ist richtig. So, Moment. Weil Text ist ja Push. Rock ist so. Wie kann ich mich denn jetzt auf den Text drauf swappen? Dann müsste doch auf dem Text der Stein liegen. Das heißt, ich muss vorher schreiben, Rock is Push. Nee, Rock ist gar nichts. Kann ich das da drauflegen? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das alles richtig ist. Rock ist Swap und Text ist Win. Fast. Am Text selber gar nicht, soweit ich das weiß. Ja, der swappt halt beide Texte durch und packt mich auf den Rock drauf. Also geht das gar nicht. Aber die Idee finde ich gut. Das gibt's da nicht! Sieht das nicht schön aus, wenn der Text so am Funkeln ist? Ja, das stimmt schon. Ich komme nicht auf den Rock drauf, weil der mich instant defeatet. Genau wie Lava. Ich kann nur schreiben, Text ist Win, aber ich komme auf Text nicht drauf. Ah, schwierig. Ich habe original keine Idee, komm,
Jetzt ist der Text auf mir. Aber der ist halt nicht Win. Der ist nur Swap. Immer diese Teillösungen. Alter. Mal. Und ich dachte, jetzt, wo das übereinander liegt, kann ich mich einfach mit dem Text drauf swappen lassen und dann ist gut. Nein, ist es nicht. Oh, es ist zum Zerbröseln. Ja, aber selbst wenn ich jetzt schreibe Rock is Push, hilft mir das ja nicht. Und jetzt Text ist Win. Nee, auch nicht. Oder jetzt Rock is Swap. Ist das ein Ding? Auch nicht! Mann, oh! Was ist denn das für ein Level? Ach, das ist doch nicht zu fassen. Ich muss irgendwas Offensichtliches noch nicht gemacht haben. Oder, Moment, Text ist Swap und Rock ist Push, damit ich den Kram wieder voneinander kriege. So. Oder... Der Text swappt mich auf den Stein. Nein. Der Text auf dem Rock ist gar nicht mal so falsch. Ja, aber irgendwie. Es ist ja die einzige Möglichkeit, zu sagen, Text über den Rock zu schieben, damit ich auf den Rock drauf geswappt werde. Also anders geht es ja gar nicht. Ich kann ja auch nicht im gleichen Moment... Alter, hier ist... So.
Ich kann ja nicht im gleichen Moment sagen, Rock ist Push, damit ich dann drauf geswappt werde. Das geht ja gar nicht. Also, dann ist ja Rock nicht Win. Verständlich? Das ist ja echt... Texas Swap. Super. Hat ja gut funktioniert. Das war keine Absicht. Es bringt halt gar nichts. Es wenn ich sagen würde, Rock is Push, ich muss zwei Dinge gleichzeitig machen. Ja, super, das hilft mir überhaupt gar nicht. Geil! So. Sehr gut. Warte mal. Das wäre eine Möglichkeit, mich auf den Text swappen zu lassen. Das geht schon. Bist du dafür Rock Swap? Nee. Und Text Win? Die beiden müssen übereinander liegen. So. Nee, anders. So. Mist. Okay, vielleicht hilft es dir mehr, wenn du das Swap auf den Rock legst und dann der dann pusht ist. Das ist. Wie kann denn das gleichzeitig Swap und Push sein? Das geht doch überhaupt nicht. War schon nicht schlecht. Ja, so ist ja schon nice, aber... Nö. Wie kriege ich das denn hin, dass ich Swap und Push überlagere? Das geht doch gar nicht. Thank you.
Das war schon nicht schlecht. Rock ist Swap. Ja, der swappt ja aber alles weg, der Rock. Der swappt mir letztlich alles weg. Ja, so liegt der Rock die ganze Zeit da. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich nicht auf den Text drauf komme. Oh. Der kann halt nicht beides gleichzeitig sein, das geht halt nicht. Der kann nicht beides gleichzeitig sein, das ist ein Problem. Was machen wir denn da? Aufgeben tue ich so oder so nicht. Hä? Okay. Was? Jetzt ist Rockwin. Aber ich bin auf dem Text. Scheibenkleister! Ach komm, das kann doch nicht sein! Das kann doch alles nicht wahr sein. Genau falsch rum, Digga. Alter. Ich sehe die Lösung vor meinen Augen. Verstehe es aber noch nicht. Vielleicht doch.
Und jetzt sitzen die hier aufeinander. Och nö. So, also. Rock ist Push. So, so. Jetzt ist Swap. Jetzt ist Push. Jetzt ist Swap. Win. Nein. Ja! So, ich. Yes! Sehr gut! Wir haben die Area completed! Nice! Richtig cool! Mann! Du siehst mir die Verzweiflung an. Ich habe Rotz und Wasser geschwitzt, weil ich so hart denken musste. So sieht's aus. Oh, alter Schwede. Da musst du aber erstmal. Schönes Ding! Schönes Ding! Sehr schönes Ding! Oh, jetzt haben wir auch schöne Blüten um den Volcanic Cavern. Es gibt einen einfachen Weg. Schreibt mal auf. Ach, schön. Was machen wir denn als nächstes? Einfach oder schnell kann man sehen, wie man will. Ist okay. Ja, was machen wir denn als nächstes? Wir haben hier noch. Also, wir könnten jetzt sagen, wir machen alle Level mit allen Extras. Aber dann kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Wir hätten hier noch die Temple Runes, wir hätten noch die Forest, wir haben hier noch den Rocket Trip. Chasm haben wir noch die extra Level. Chasm, Entschuldigung. Wir haben sogar noch den Forest of Fall. Und wir haben A Way Out? Fragezeichen. Das ist immer noch so ein Ding. Wo man nicht weiß, Level finally. Pff, keine Ahnung. Das Lustige ist halt, man kommt sofort dahin. Also, nachdem man so den 1 und Level 3 gemacht hat oder so, kommt man sofort dahin. Das ist halt echt krass. Wir haben hier noch die Depths, wo wir ja ganz viel noch zu tun haben tatsächlich, wo wir mit dem einen Level nicht weiterkommen. Und hier haben wir im Prinzip mehr oder weniger auch schon alles gemacht. Beziehungsweise haben wir hier. Oh, das stimmt ja gar nicht. Wir haben hier noch das ABC-Level. Wir haben die ABCs nicht gemacht. Die könnten wir auch machen, aber die sind auch echt hart. Also da sind wir ja bei gewissen Sachen auch nicht weitergekommen. Also von daher ist jetzt die Frage, was wir machen. Versuchen wir jetzt Progress zu machen oder machen wir einfachere Level? Rock is push.
Warum haben wir hier eigentlich in diesem Level Grass? Weiß auch wieder keiner, ne? Und außerdem haben wir noch ein Is, an das wir nicht rankommen. Auch das weiß wieder kein Mensch. Du hättest das Swap auf den Rock schieben müssen, das bei dem Kreuz, wo von oben nach unten Rock ist, Push steht, von links nach rechts Text ist. Hättest du Rock hinschieben müssen, dann einfach von oben nach unten schieben, damit du den Rock verschiebst und der Text drin ist und kommt. Ach was. Ach was. Du würdest sagen, Oberwelt 1 weitermachen. Alles klar. Return to Map ist halt immer oben. Die Frage ist bloß, was machen wir in der Oberwelt 1 jetzt weiter? Haben ja hier noch welche, da noch welche, hier noch welche und hier noch welche und hier haben wir noch extra Level und hier und da. Welt 3! Also machen wir jetzt quasi hier einen auf Completionist, ja? Welt 1, Welt 2, Welt 3, die Tempelruinen. Da haben wir noch die Extra-Level übrig. Die Further Fields, die weiteren Felder. Och nö, das Level ist ja mal richtig zum Kotzen. Ich habe vergessen, wie man das löst. Zum 10. Mal. Ich habe komplett vergessen, wie man diesen Level löst. Ich hab's gesehen. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Warte mal. Grass ist Defeat. Genau, wir kommen hier nicht rüber. Baba ist Baba and Defeat. Echt? Ach was. Und Flag ist Win. War das nicht irgendwie so? Dass wir erst mit Baba is Push die Babas in die richtige Position schieben müssten. Und dann müssen wir Keke is Push bauen und Baba ist Move oder irgendwas. Ja, dass sie dabei sterben und wieder belebt werden muss, war mir klar. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Babas das Kek und You von A nach B schieben müssen, weil ich dann quasi ab hier oder ab irgendeinem bestimmten Punkt sterbe. Warte mal. Das Keke ist used zu tief. Ja, eigentlich nicht. Ich wollte es eigentlich so rüberschieben, dass das Is überflüssig bleibt. Und dann hier, ab hier ist es wieder gültig, verstehst du? Wenn das Keke ist hier rübergeschoben wird, habe ich ja nichts davon.
entweder macht man es so, wie du denkst, ja. Muss ich bloß zusehen. Dass ich noch schreibe, Kiki ist Push. Und Baba ist Move. Quatsch. Das ist nicht ganz korrekt, was ich gemacht habe, weil das weil so pushen ja die Babas alle drei gleichzeitig. Das bringt mir nichts, denn ich muss ja ganz am Anfang nicht mehr You sein. Deswegen muss der hier einen Vorsprung kriegen. Aber das akklimatisiert sich ja hinterher wieder. Zumindest in meinem Kopf. Ich kann den Video posten mit der Lösung. Dauert circa 1 bis 1,5 Minuten. Ja, bla. Das, darum geht es ja bei dem Spiel nicht. Das ist ja wirklich. Ne? Darum geht es ja nun wirklich nicht. So, Keke ist Push, damit ich auch weggedrückt werden kann. Ah, ich sehe, glaube ich, schon meinen ersten Fehler. So. Ups. So, jetzt bin ich ja nicht mehr You, aber... Ah, das Baba kommt nicht hinterher. Baba ist nicht mehr Move. Mist. Ansatz gut, aus so mangelhaft. Bitte. Nein. Ich stehe mir selbst im Weg. Ich hätte fast alles drüben gehabt. Ich müsste eigentlich hier stehen. Ja, so ist der Aufbau richtig. Ja, aber ich müsste eigentlich hier stehen. Ich müsste eigentlich hier stehen. Das ist mein Problem.
Wahrscheinlich muss ich vorher. Ja, naja. Jetzt muss ich alles wieder zurückbauen, Alter. Ich muss es immer von vorne machen, sonst funktioniert das überhaupt nicht. Ich muss den Babas einfach einen Vorsprung geben, damit ich mich noch an die richtige Stelle schieben kann. Das ist alles. Heke ist Push. So. Es müsste eigentlich reichen, das Buch nach oben zu schieben. Genau. Ach Quatsch, ich hab. Das Baba steht natürlich falsch. Das muss natürlich hier stehen. So. Ja, das Baba ist wieder falsch. Und jetzt habe ich ein Problem. Ja. Ich habe nur einen Move Zeit, um zur Flagge zu gehen. Oder das Baba als Move kaputt zu machen. Genauso ist meine Lösung auch, nur weiter oben, damit genau das nicht passiert. Weiter oben würde das doch auch passieren. Oder sehe ich das falsch? Könnte mich auch. Ich weiß nicht, ob das geht. Wenn drei Babas nach hinten müssen, dann. Ah ja, 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 ja. Dann muss es aber noch höher sein, tatsächlich.
Oder? Wo geht das? Ich glaube, ich muss sogar noch einen höher. Mal gucken. Ich habe vergessen, die Babas zu verschieben. Darum habe ich ja gesagt, zu tief, ja. Die Frage ist jetzt, ne, einer reicht nicht, ne? Funktioniert das ab der Höhe? Geht das? Probieren wir was aus. Ich habe erst überlegt, ob wir uns direkt in die Fahne reinschieben lassen. Das wäre ja auch mal eine geile Idee. Jetzt kommt aber jetzt gibt es kein Keke is You mehr tatsächlich. Doch? Nee, eben nicht. Warum nicht? Der hier muss einen. Muss quasi einen früher aufhören, was er tut, weil ich da stehe. Aber der geht noch einen weiter, deswegen. Aber dann ist der einem Vorteil. Ach du Scheiße. Oder wir gehen noch einen höher. Oder noch ein tiefer? Ich bin noch nicht so ganz schlüssig. Das Push muss woanders stehen? Nee, das glaube ich nicht. Das muss eher so. Ich probiere momentan auch nur aus. Das U passt mir dann nicht. Weil das hier würde jetzt hier stehen bleiben. Hier geht es noch einen weiter. Aber dann, ja, das funktioniert auch nicht. Das U müsste man anhalten können. Das CU müsste man anhalten können. Oder unser Kollege. Muss später kommen. Kann auch sein. Dass man immer so viel zurückbauen muss, ne? Oh. Thank you.
Push neben You schieben und dann Du neben das Push, ergibt für mich keinen Sinn. Könnte mich auch jetzt theoretisch gar nicht so bescheuert. Aber es muss noch tiefer tatsächlich. Ja, es muss tiefer. Es muss tiefer. Mit dem Keke ist Push ist keine gute Idee. Also das, das Ding in die Ecke da reinzuschieben, meine ich, ist nicht cool. Wir nähern uns mit kleinen Schritten immer größer werden. Ach nee. Geil. Sehr geil. Jetzt kann ich es nicht auflösen. Ah. Sterben. Das ist total bescheuert. Warte mal. Okay, ich muss das. Okay, das ist logisch. Das ist sehr viel logisch. Funktioniert das schon nicht so richtig. Das U muss auch stehen bleiben können. Und deswegen müsste es eigentlich unten funktionieren, was es nicht tut. Thank you.
So. Immer das Gleiche. Das ist immer das Gleiche. Und wenn ich es noch ein tiefer mache, dann schiebt man das Flag is Win nach hinten und dann kommen die anderen beiden noch da nicht nach. Das ist halt auch das Ärgerliche. Was machen wir denn da? Aber wenn das Push unten steht, das ergibt doch alles keinen Sinn. Ich kann das Push nicht nach unten stellen. So meinst du das? Ja, aber ach so. Oh, ich habe das voll nicht gerallt. Was mache ich da eigentlich? Also, theoretisch können wir es auf diese Ebene stellen. Theoretisch. Muss nur gucken, ob das beim Kopf so viel Sinn ergibt wie in Wirklichkeit. So. Der Kollege kommt hier hin. Hoffe ich. Das Push kommt hier hin. Das Baba kommt dann dahin. Aber ich kann mich nicht neben das. Na doch, wenn ich das von oben schreibe, ne? So. Eine Sache fehlt. Eine Sache fehlt. Ladies and Gentlemen.
Ich hab mich auch vergessen. Jetzt ist richtig. Hä? Wieso? Das funktioniert ja überhaupt nicht. Warte mal. So. Toll, das geht immer noch nicht. Moment, 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 nichts sagen, nichts sagen, nichts sagen, nichts sagen. Zurück, 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 zurück. So, 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 so. Das ist okay. Das ist nicht okay, weil das ist eigentlich nach da oben müsste. Ja, jetzt fehlt mir, das ist von dem Babas Move. Ah, Mann! Das will nicht in meinen Kopf. Vielleicht brauche ich das eine ist auch gar nicht. Ich halt nicht push, das ist klar. Ich muss ja eben ganz kurz was nachdenken. Also, der obere muss einen nach vorne und der andere Kollege auch. Du brauchst alles, sonst geht es nicht. Das glaube ich nicht.
Ja, eigentlich weiß ich, wie es gehen soll. Ich muss halt bloß richtig aufhören. Ja, das ist halt richtig. Das Prinzip habe ich schon verstanden. Wir pfuschen die Babas noch ins Konzept. Das ist eben mein Problem. Mein Kopf will das auch überhaupt nicht mehr realisieren, er hat keinen Bock mehr. Also, wenn die hier angetrabt kommen, muss schon der erste Move sein, Keke ist pushed. Das muss als allererstes passieren. Passieren muss, dann muss das doch hier stehen, oder nicht? Aber wie kriege ich jetzt das U wieder? So? Aha! Dann brauche ich das ist aber doch. Denn das muss jetzt oben stehen, damit nämlich oben der Baba nicht mehr weiterläuft. Ich brauche aber leider mehr Schritte. So. Geht auch anders. Geht auch anders. Wow, das war aber schwierig. Puh. Dreh die Bars doch so, dass sie zuerst nach links laufen. Hätte ich auch machen können. Ah, endlich. Aber meine Lösung war nochmal eine andere als die, die du gehabt hast. Nur mal so nebenbei. Und die, die Q Foxy gemacht hat, die war ja auch nochmal anders. Die basiert ja sogar auf RNG. Also von daher. Wow, das war super. Was für ein Brain beim Kopf am Twisten gewesen ist. Alter Falter, das war echt nichts Schönes. Aber ähnlich zu dann. Ja, aber dann sieht man aber wegen. Da sieht man wegen. Dann sieht man aber auch, dass es unterschiedliche Wege zur Lösung gibt. Also nicht nur zwei, vielleicht auch drei oder. Genau, morgen dann auch vier weiter. Ich weiß noch nicht genau, ob ich morgen streamen kann oder ob ich Samstag streamen kann. An einem der beiden Tage kann ich nicht streamen, das ergibt sich spontan. Da muss ich leider auf Zuruf arbeiten quasi. Aber es kommt auf jeden Fall, ich denke mal, Freitag oder Samstag ein Stream. Und dann machen wir fröhlich weiter mit Baba is You. So. Ja. Und letztendlich bleibt dann eigentlich nur noch sagen, also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zuschauer. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Interaktion im Chat, für Hilfestellungen und diverse Anregungen und so weiter.
und so fort. Mir persönlich hat es wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich habe sehr viel mein Mind geblowt. Und ich hoffe, ihr habt das auch getan, hattet sehr viel Spaß, auch wenn ihr nur zugeschaut habt. Das ist ja egal. Hauptsache, ich konnte euch quasi 2 Stunden lang mit ein wenig Gelabere, Geknoble und Gerätsele unterhalten. Und wenn dem so war, würde ich mich natürlich megamäßig freuen, wenn ihr meinen Stream wieder besuchen würdet. Ja, und dann bleibt mir eigentlich noch zu sagen, ich bin Le Chris. Das war Baba is You. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschaußen.